Einen wunderschönen guten Tag. In der Vorbereitung auf diese Folge haben wir uns mal auf die Strümpfe gemacht und haben mal ein paar Fans gefragt von Union Berlin, was sie unseren neuen Gast Tusche sagen. Grüß dich erstmal, Tusche. Grüß dich, Flo. Vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gern. Ich möchte gerne was vorlesen von ein paar Fans, die wir. Da bin ich mal gespannt. Gib mir Mühe beim Lesen. Wenn ich mir von einem Fußballer was aussuchen darf, wäre es der rechte Fuß von Tusche. Schokoladenfuß. Tusche ist der authentischste Typ, den ich kenne und weiß immer, wo der herkommt. Und ist Fußball bekloppt im positiven Sinne. Tusche ist ein Typ, die leider immer mehr aussterben. So, das letzte Zitat. Ich hoffe, meine Frau hört das nicht, aber der 5.2.2011 war der schönste Tag meines Lebens. 71. Minute. Tusche haut das Ding rein, unfassbar. Derby-Sieg. Aber nicht nur für dieses Tor sind wir Tusche unendlich dankbar. Cool. Krieg ich Gänsehaut, ja? Muss ich sagen. Coole Zitate. Ja, Ja, ist natürlich cool, wenn man sowas hört von Fans und ja, dann mal ein bisschen wiedergespiegelt bekommt, was man in den Jahren bei so einem Verein leisten konnte und durfte und einen geilen Weg mitgehen konnte. Ja. Und ja, für mich war mal wichtig, dass ich der bin, der hier mal war und ich glaube, diesen Weg nie verloren. Ja. Werde ich auch nie, weil ich immer, ja, wie du es ja vorgelesen hast, immer weiß, wo ich herkomme. Ja, für mich der normale Mensch bin, auch wenn ich mal ein bisschen im Rampenlicht stand und Fußballer sein durfte. Aber ich habe immer jedem auf Augenhöhe begegnet. Das ist mir extrem wichtig, weil ich das auch selber haben möchte, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, den ich nicht kenne, dass man erstmal offen ist und wenn es dann passt, dann kann man sich unterhalten und wenn es halt nicht passt, dann ist es ja auch in Ordnung. Ja. Und deswegen habe ich mir immer Zeit genommen für die Fans vor allen Dingen, stehen zu bleiben, Smalltalk, Fotos, Autogramme zu geben. Weil ich es ja wertgeschätzt habe, was ich, wie gesagt, da haben darf. Und gerade bei diesem besonderen Verein Union Berlin, wo ich natürlich die größte und die längste Zeit meiner Karriere verbracht habe. Ja, genau. Wir haben ein paar Videobotschaften eingesammelt von vielen Fans. Wir haben uns jetzt für eine entschieden. Wir können ja leider nicht alle abspulen, also seid bitte nicht sauer. Da sind mir zwei Sachen besonders aufgefallen, aber ich will es dir erstmal zeigen und dann können wir nochmal drüber sprechen. Junge. Im Rhein-Main-Gebiet ist eine fette Party. Simone ist dabei. Emilio ist auch dabei. Und ich bin der Uwe. Ich bin auch dabei. Was ist mit dir, Matteo? Ich bin nicht dabei. Ich gucke mir lieber die Tore von Tusche an. Matuschka! 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 Du bist der beste Mann! Nee, was mir auf dem Video auf der Tusche ist, ganz anderes Bundesland, so viel Kilometer weg, auch eine ganz andere Generation, der Junge. Ich habe auch mit denen sogar telefoniert und der ist riesen Fan von dir. Das finde ich halt so besonders, weil das eine ganz andere Generation ist und auch so viel Kilometer weg, das ist schon brutal. Ja, das ist natürlich nicht selbstverständlich, ja, dass es, wie du schon angesprochen hast. Und wie alt ist der Junge, weiß nicht, 10 oder 11? 10. Ja. Der hat mich ja nie live spielen sehen. Ja, genau. Und das ist natürlich cool, dass man halt in dieser Generation trotzdem seinen Stempel hinterlassen hat, ja. Und dass die wissen, wer ich war und vielleicht jetzt auch noch bin. Und das ist natürlich, macht einen natürlich stolz, ist ja klar, ja, dass man, wie gesagt, so einen Fußstapfen hinterlassen konnte bei einem Verein wie Union Berlin, der natürlich eine unfassbare Entwicklung genommen hat in den letzten Jahrzehnten, gerade unter Dirk Zingner, das muss man ganz klar sagen, 2004 kam er, glaube ich. Stimmt. Ja, jetzt 2024 immer noch Präsident, jetzt sind wir erster Liga. Und ich durfte den Weg mitgehen von der fünften bis in die zweite Liga. Und ist natürlich cool. Und ich glaube, Lautern-Fans sah zumindest so aus. Eltern, also falls du schon ein Stück weit weg. Ja. Muss ja selber da öfters mal hin mit Sky, da bin ich mal einen halben Tag unterwegs gefühlt. Aber es ist ja cool, ja. Da merkt man, ich jetzt natürlich in dem Fall, dass man vieles richtig gemacht hat, ja, in dem, wie man war, als Fußballer, aber auch als Mensch. Und ich glaube, dass man, ja, wenn man auf Augenhöhe sich begegnet und normal zu den Menschen ist, dass man sowas immer zurückkriegt im Leben. Und das war mir immer wichtig, ja. Und es gibt doch genug, die sagen, hey, Tusche ist ein Heini, aber auch das ist völlig okay für mich. Ja, ich bin, wie ich bin, ich stehe zu dem, was ich sage und der Rest ist mir so Bums. Und deswegen, ey, gibt so viele Leute, die aufeinander abfacken auf gut Deutsch, gerade in unserer Gesellschaft. Richtig, gerade oft sehr negativ und aber
ich habe keine Lust, was ich mir gesagt habe, immer mit Menschen zu umgeben, die mir Energie ziehen. Da habe ich keine Lust drauf. Ja. Und die habe ich dann auch nicht in meinem Umfeld, weil ich ein sehr, sehr lebensfreudiger Mensch bin. Und ja, das versuche ich aber auch immer den Leuten, ja, mitzugeben, wenn man sich mit mir unterhält, auch wenn man sich nicht kennt. Und deswegen ist cool, dass es auch ein paar hundert Kilometer weiter weg ist und die sagen, ey, komm, der Tusche. Und gerade so ein junger Mann trotzdem weiß, wer ich bin. Ja, überragend. Auch da haben wir ja das Tor gesehen. Kann man sagen, so dein schönster Moment deiner Karriere? Wenn es jetzt so... Zumindest, sagen wir, der wichtigste, ja. Ja. Logo. Ich meine, ich habe es gerade gesehen, ja. Also ich krieg schon mal, oder wenn du es vorgelesen hast, die Zitate, da kriegt man immer noch Gänsehaut. Ja, jetzt ist das ja auch schon 13 Jahre her, auch schon eine Kante. War sicherlich jetzt nicht das schönste Tor, aber das Wichtigste und was natürlich am meisten Erinnerungen hervorruft, ist der Logo, ja. Dieses Spiel, ausverkauftes Olympiastadion, 74.000, 75.000. Ging so gegen auch, ja. Gegen Hertha, die damals eine unfassbare Mannschaft hatten. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Die sind aus der Bundesliga abgestiegen, haben, glaube ich, nur maximal 3 oder 4 Spieler verloren, sind eigentlich mit der Bundesliga-Mannschaft in der zweiten Liga zusammengeblieben und waren damals schon das Bayern München der zweiten Liga, das muss man schon sagen. Ja, aber wir hatten in dem Spiel auch, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, viel Glück gehabt, das muss man auch mal sagen, Matchglück, das Tor, der Ball war sicherlich haltbar von Michael Arz. Aber wichtig war, dass der Ball aufs Tor kommt und dann hat man mal ein bisschen Glück, dass der Torwart vielleicht so einen guten Tag hat. Und dann klatscht halt das Ding rein und dann ging natürlich die Post ab. Ich wollte gerade mal fragen, was geht da einem vor? Du haust das Ding rein, läufst in eine Kurve, da muss man noch 100 Kilo wiegen, oder? Das ist krank, das ist schwer zu erzählen. Das ist geil, auch wie alles andere. Natürlich, das ist, zumal ich mir wirklich die Woche davor, vor dem Spiel, mir das zwei, drei Mal in meinem Kopf zum Training hin wirklich durchgespielt habe. Stell dir mal vor, du schießt genau auf dieses Tor und rennst dann in die Kurve in ein Tor, was entscheidend ist, und dann passiert wirklich das. Das ist unfassbar, Mann. Also das war, was da abging, ja, da in die Kurve zu rennen. Mein Jubel, ich habe ja nicht so oft gejubelt, weil ja ich jetzt nicht mehr immer irgendeinen speziellen Jubel hatte, aber es sah natürlich auch ein bisschen amateurhaft aus, aber ey, da reinzurennen und da waren 25.000 Unioner. Und dann ziehen wir das Ding über die Bühne und gewinnen tatsächlich 2-1 und waren dann mal Stadtmeister und konnten ein paar Jahre große Fresse haben. Das war natürlich ganz geil, ja. Und eine Woche später hatten Mosquera, der erst 1-1 gemacht hat, John Mosquera und ich, eine Autogrammstunde hier im Forum. Jetzt, glaube, was ist das hier? 500 Meter entfernt von dem, wo wir jetzt gerade sind. Haben wir 4 Stunden eine Autogrammstunde gehabt am Sonntag. Die Menschen waren unfassbar. Und da hat man auch nochmal richtig gemerkt, was das für den Verein, für den Fan bedeutet hat, dieser Derby-Sieg. Ja, klar, als Spieler nimmst du das irgendwie wahr, aber ist das nächste Spiel. Ja, wir haben dann 3-3 gespielt gegen Osnabrück. Ich war schließlich, glaube ich, 87. Minute einen Elfmeter. Wir hätten 4-3 gewonnen. Und so, das ist halt auch Fußball. Letzte Woche war ich der geile Typ und jetzt war ich halt der Dussel, weil ich den Ball halt drüber jage. Aber so ist halt Fußball, und damit muss man halt dann umgehen. Oder damit muss man umgehen. Ja, und ich konnte das immer für mich selber, bin damit immer selber gut klargekommen. Ich wusste immer, ob ich gut war oder ob ich schlecht war. Und konnte mich immer selbst gut einschätzen, ohne dass ich gedacht habe, ich bin der Geilste, wenn ich mal ein gutes Spiel gemacht habe, oder ich bin der letzte Hans, wenn ich mal ein schlechtes Spiel gemacht habe. Ja. Dafür sind wir Fußballer, dafür sind wir alle Menschen. Ja, so sieht's aus. Und keiner verliert gerne, wenn man Sportler ist, ob in der Kreisliga oder in der Bundesliga. So sieht's aus. Ja. Und ich kann natürlich manche Fans verstehen, die dann manchmal das vielleicht nicht so sehen. Aber ist ja auch in Ordnung, davon lebt ja auch die Emotion. Das stimmt. Du hast ja eine wahnsinnige Statistik. Ich habe mir da mal angeguckt, zweite Liga. Du hast ja, glaube ich, jedes zweite Spiel einen Scorerpunkt und da brutale Standards getreten. Was viele auch gefragt haben, dein rechter Fuß, hast du den in der Jugend brutal viel trainiert oder hast du auch so ein Talent in dir oder so eine Mischung aus beiden? Also ich habe, mein Weg war ja ein bisschen anders. Ich bin ja mit 22 aus der 7. Liga das ist auch krass, zu Energie Cottbus wiedergekommen. Ja. Ich habe in Rot-Weiß-Matzer Fußball gespielt, angefangen als 5-Jähriger. Dann bin ich mit 6, glaube ich, zu Energie Cottbus gewechselt, bis ich 14 war. Dann war ich in der Schule halt maximal schlecht, weil ich eine faule Sau war. Für mich war wirklich nur Fußball wichtig. Bin dann von der Sportschule runter, bin aber auf Energie Cottbus rausgeflogen. Bin dann wieder nach Merzdorf. Unfassbar viel Tore gemacht hast, auch schon, oder? Nee, Merzdorf noch nicht. Also dann war ich nochmal B- und A-Jugend nochmal in Merzdorf, in meinem Heimatverein. Okay. Bin dann in den letzten A-Jugendjahren nach Dissing gegangen. Das war das Nachbardorf. War schon ein bisschen Derby und ein bisschen Hass.
aber habe dadurch eine Lehrstelle bekommen, okay, durch den Wechsel, und habe dann in der 7. Liga gespielt, 100 Spiele, 100 Tore mit 100 Kilo, also das waren so meine Zahlen, und habe dann nochmal die Kurve bekommen, wieder bei der Gekoppelten 22 anzufangen, und habe da mit René Röder, war mein Mitspieler damals bei SV Dissenchen, 04, der einen unfassbaren Fuß hatte rechts, ja. Der immer mit der Innenseite unfassbar Speed hingekriegt hat, immer rumreißen konnte, aber auch immer die Innenseite benutzt hat. Und das habe ich mir extrem abgeguckt, okay, und habe das natürlich dann immer wieder trainiert. Sicherlich war ich immer technisch sehr, 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 sehr gut, immer, also wirklich von klein auf. Ich glaube schon mit 7 Jahren 100 Mal jonglieren können und sonstiges. Also da war ich immer online, und deswegen habe ich das immer verfeinert. Und mein rechter Fuß war sicherlich eine brutale Waffe. Also ich bin mir auch sicher, wenn ich vielleicht die entscheidenden Jahre nicht auf dem Dorf verbracht hätte. Ich habe auch eine Lehre gemacht zum Maler Lackierer, was alles cool war, und das war völlig in Ordnung für mich. Aber hätte ich mal die richtigen Jahre dann mit 17, 18, 19 Athletik und sonst, hätte ich einen normalen Körper gehabt, glaube ich schon, dass ich sicherlich die Zweitligaspiele, die ich gemacht habe, hätte ich wahrscheinlich auch Bundesligaspiele machen können. Weil ich glaube ich auch den Fußball verstanden habe. Ich habe viele Dinge vorher erkannt. Ich habe den Ball halt schnell gemacht, ohne dass ich selber schnell war. Sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht die Spiele gemacht, die ich in der zweiten Liga machen durfte. Und mein rechter Fuß und die Standards, das war natürlich eine Waffe, Logo. Ja, das hat mich natürlich sicherlich auch in meiner Karriere ein Stück weit gerettet. Zudem, dass ich halt, wie gesagt, immer wusste, bevor ich den Ball bekomme, was ich als Nächstes mache. Das habe ich halt in der Wiege gehabt. Das war schon immer so, dass ich so ein Spielgestalter war, immer Räume gesehen habe und meine Mitspieler oft gut in Szene setzen konnte. Aber gerade Standards haben wir extrem geübt. Ja, also schon in Disneychen und dann aber auch in Cottbus. Gerade bei Union haben wir viel über Standards gemacht. Gerade auch Drittliga-Aufstieg haben wir viele enge Spiele gehabt, die entweder Marco Gebhardt oder ich dann oft in die Wege geleitet haben durch Standardsituationen. Ja, und das war natürlich schon ein Markenzeichen. Ja, und ich hatte halt immer eine geile Schlagtechnik, aber gerade Disneychen, René Röder, habe ich schon das öfter mal gesagt in anderen Interviews, das war wirklich jemand, wo ich mir echt viel, was die Schusstechnik betrifft, abgeguckt habe. Okay, das ist irre interessant. Wenn man mal kurz zurückspielt mit deiner Cottbuser Zeit, hast du was Cooles angesprochen, da zeige ich dir gleich die nächste Videobotschaft. Was mir da so auffällt, du hast innerhalb von einem Jahr, hast du 7. und dann Bundesliga, ja? Oder war, das ist ja geisteskrank, ist das überhaupt heute noch möglich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist ja wirklich, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, dass das so nicht mehr möglich ist. Ja, ich meine, dann muss man ja mal sagen, wie gesagt, meine körperliche Verfassung, ich habe fast 100 Kilo gewogen. Ja, ich kann da mit einer Glatze an bei so einem Testspiel, ein Piercing, Ohrring, habe da weiße Schuhe angehabt mit Champions League-Stern drauf. Und habe da dann trotzdem einfach mein Spiel gespielt. Ja, habe in diesem einen Probespiel, wo sie mich das erste Mal an Ede Geier dann noch angesprochen hat, ey, du könntest doch mit Fußballspielen noch Geld verdienen. Ede Geier, auch Legende. Du musst halt nur mal ein bisschen abnehmen, du fettes Sau. So, und ich glaube, den Weg, den wird es heutzutage nicht mehr gehen. Ich glaube, die lassen sich heutzutage gar nicht mehr mitspielen bei so einem Spiel. Ich meine, der Energie Cottbus war damals erste Liga. Das, du hast es angesprochen, ich habe dann erstmal in die Amateure gewechselt zu Jürgen Mesig, der mich dann auch spielen lassen hat, wo ich dann spielberechtigt war, 3 Monate Sperre gehabt. Da konnte ich mich einigermaßen körperlich erstmal einigermaßen an die Oberliga gewöhnen. Ich habe gehört, du hast sehr viel abgenommen, ja? Ja, ich habe 15 Kilo abgenommen insgesamt. Also ich hatte dann nochmal 82 bei Cottbus, mit 97, 98 bin ich hingekommen. Habe im ersten Vierteljahr 7 Kilo abgenommen, habe dann so mit 90, 89 bei den Amateuren gespielt. Dann war die Saison zu Ende, Bundesliga-Saison und Amateursaison. Und hat Energie Cottbus immer noch so eine Woche gemacht, so sind sie auf zwei Dörfer Fans gefahren, für die Fans Spiele gemacht. Da durfte ich auch nochmal mitmachen. Habt auch wieder 2 gute Spiele gemacht und hat mich jeder angerufen oder reingerufen in sein Büro und gesagt, ey, wenn ich in 4 Wochen nochmal 8 Kilo abnehme, wenn ich 82 Kilo habe, dann darf ich mit ins Training sein bei der ersten Mannschaft. Und das habe ich durchgezogen, habe dann 8 und 9 Kilo abgenommen in 4 Wochen. Und dann habe ich den Weg bekommen. Aber nochmal zu deiner Frage, das passiert heutzutage nicht mehr. Die würden dich nicht mitspielen lassen, die würden sagen, ey, komm, hau ab. Ich bin da mit einem Malerlatzen, mit dem Fahrrad von Arbeit gekommen bei diesem allerersten Spiel. Ja, und habe dann mit Tommy Reichenberger unter anderem in einer Mannschaft gespielt, der hat auch gedacht, ey, was ist das denn? Ist der mit dem Trecker gekommen? Also, wen soll ich jetzt hier ein Probespiel machen und mich für eine Bundesliga-Mannschaft empfehlen? Aber er hat dann trotzdem gesehen, dass ich trotz meines Körpers Fußball spielen konnte. Ja. Und den Weg bin ich dann eingeschlagen.
Und mit allen dankbar, die natürlich da irgendwie was in mir gesehen haben. Vor allem und Opa, trotzdem habe ich, ja, mein Opa war immer der entscheidende Mann, was den Fußball betrifft. Also er hat mich immer begleitet. Er hat mich zu jedem Training gefahren, zu jedem Turnier, zu jedem Spiel. Er hat Zigarre geraucht, den hat man immer nicht gesehen, hat man gerochen und da wusste, okay, Opa Heini kommt von Tusche, der Opa. Und ohne mein Opa wäre das niemals passiert. Ja, er hat es ja, wenn ich fragen darf, noch miterlebt, dass du Bundesliga gespielt hast. Ja, das hat er mitbekommen. Das ist natürlich total. Ja. Und das war, auch hat natürlich auch das erste Trikot bekommen. Natürlich. Ja. Und also ohne Opa wäre es nicht möglich gewesen. Ja, Wahnsinn, sensationell. Ja. Ich, die lustige Anekdote würde ich dir gerne vorspielen. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, ob du das Gerät überhaupt mal in Gang kriegst. Ja, genau. In Gang kriegst du es aber nicht aus. Ich helfe dir dann. So, lieber Tusche, ich würde dir gerne mal. Jetzt bin ich gespannt. Tusche! Ich bin ja gebeten worden, mal so die eine oder andere Anekdote mal über dich loszuwerden. Puh, könnte natürlich endlos werden. Wenn ich jetzt da anfangen würde mit unseren absolut geistreichen, auf hohem Niveau geführten Gespräche in der Physio unten, bei dem einen oder anderen Massagetermin. Da denke ich immer noch sehr gerne zurück. Wenn jetzt aber natürlich da was hängen geblieben ist, was mich so richtig, ja, so nie da losgelassen nicht, aber was ich halt nicht vergessen habe, das war das gewesen, die berühmte Geschichte unten an der Physiotafel, du wirst dich noch erinnern, wo dann früher alle Kätzchen unten gesessen haben. Ich, Eduard Geier, das Dreieck und das Viereck, wahrscheinlich wirst du jetzt schon schmunzeln, also so wie du das damals erzählt hast, halt, dass eben eher dann das bist du und das bist du. Und wenn das so aussieht, dann kannst du wiederkommen. Ja, also das war für mich die absolute Mega-Geschichte, wo ich mich jetzt ab und zu noch totlache drüber, wenn man da so dran denkt. Und das war, wie das rüberkam damals, wie die ganze Füße gelegen hat, das war der Hammer gewesen. Ja. Weil er hat ja dann doch so ein bisschen in den Arsch getreten. Und dadurch hast du ja dann doch das eine oder andere geändert und auch eben dann deutlich abgenommen, was vielleicht dann nicht jeder andere so hingekriegt hätte. Und ganz am Ende war es ja nicht ganz falsch. Vorher noch mit dem Opa, der dann dafür gesorgt hat, dass du überhaupt da wieder angetreten bist. Und ja, hat ja dann irgendwo doch noch sein Gutes gefunden, nicht? Und später ja dann, dass wir uns dann da nochmal erleben durften miteinander. Wie gesagt, ja, war eine schöne Zeit. Ich denke da oft dran zurück. Und lass es dir gut gehen, Tusche. Bis dann. Ciao. Olli ist Weltklasse, ja. Also mit der geilste Physio, den ich in meiner Karriere erleben durfte. Unfassbar viel Spaß gehabt, ja, und auch ein positiv bekloppter Typ, ja, der Energiekottbus komplett in seinem Herzen hatte. Total beliebt, ja. Ja, brutal beliebt. Fachlich Bombe, aber auch menschlich eine Vollgranate. Und ja, ich wollte fast vorhin schon davor sagen, in dem Büro nach diesem zwei Spielen nach der Bundesliga-Saison die Woche, da hat er mich nach dem zweiten Spiel Edi Geier in sein Büro gerufen und hat, Blatt Papier genommen und hat einen Kopf gemalt, ein Quadrat gemalt, zwei Beine ran und hat gesagt, Tusche, so siehst du aus. Und hat dann in das Quadrat eine V gemalt und hat gesagt, Tusche, wenn du so aussiehst, dann kannst du wiederkommen. Und das ist das, die Geschichte, dass ich dann halt in den vier Wochen 8 bis 9 Kilo abnehmen musste oder sollte, damit ich dann die Chance habe, mit ins Trainingslager zu kommen, und hatte dann wirklich am Stichtag 82,3 Kilo. Boah, stark. Ich selber habe es ja gar nicht so mitbekommen, dass man so krass abnimmt. Ja, aber die Menschen um einen herum haben gesagt, ey, was ist mit dir, wie siehst du aus? Und ich war dann dreimal in der Woche 12 bis 14 Kilometer laufen. Ich habe gar keinen Alkohol mehr getrunken, was ich ab und zu gerne gemacht habe. Wirklich dann nur noch Vollkornbrot mit ein bisschen Butter. Alles, was ich vorher nicht so kannte. Ja, aber ich wollte das halt unbedingt. Brutal. Ich wollte diese Chance unbedingt nutzen und habe auch meinen Schweinehund überwunden und habe das einfach durchgezogen. Ja, auch mit meinen ganzen Kumpels, den ich in meinem Freundeskreis seit über 35 Jahren, die ich immer noch habe. Ja, die haben da auch gesagt, ey komm, wir nehmen dich zwar mit zur Partys, aber du trinkst nicht. Und ich habe selber gesagt, ich mach's nicht. Und die haben auch nicht gesagt, ey komm, du Macher, eins können wir. Also auch die haben mitgezogen. Plus Family, damalige Freundinnen, an alles, was da alles so war. Und habe das dann halt durchgezogen. Und, das ist stark. Perfekt. Ja, wie gesagt, die Kurve so zu bekommen, ist wahrscheinlich heutzutage schwer möglich. Das ist brutal. Das muss man echt mal sagen. Dann auch Bundesligaspiele gemacht. Und dann hast du dich ja für den Weg entschieden, zur Union Berlin zu wechseln. Ist ja auch ein Schritt zurück gewesen in dem Moment. Im Nachhinein muss man ja sagen, denke ich mal, wirst du bestätigen, du hast ja alles richtig gemacht. Würdest du das ist nicht die richtige Frage. Ich würde sagen,
War es da schwer gefallen, warst ja Bundesligaspieler, dann den Schritt zu machen in die Oberliga? Oder nee, also ich war ja klar, ich habe 4 Bundesligaspiele machen dürfen. Ja. Aber also die 4 Spiele, die ich bekommen habe, da waren wir auch schon abgestiegen mit Energie Cottbus, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Trotzdem habe ich sie bekommen, dafür werde ich mich nicht entschuldigen und werde ich auch nie vergessen, gerade das letzte dann in Dortmund. Ja, weiß ich nicht, 78.000 haben, dann war es noch nicht ganz so voll wie jetzt vor dieser Südtribüne mit 25.000 Menschen sich warm zu machen. Hab dann, glaube ich, auch 3-4 Minuten bekommen. Jetzt eine riesen Chance gehabt, oder? Wenn der ich glaube, wenn Marco Topic den Ball rüberlegt, dann schießt sich wahrscheinlich 2-1. Wir haben 1-1 gespielt, haben Dortmund damals die direkte Quali zur Champions League versaut. Die sind dann, glaube ich, gegen Club Brügge in der Quali ausgeschieden und dann ging es bei Dortmund echt bergab, auch finanziell. Rositzky, Kehl, Gunnar Berntsen, Gunnar Berntsen hat gehalten wie ein Gott. Ja. Ich glaube, Timo Rost hat auf Flanke von Tommy Reichenberg das 1-1 gemacht. Die waren schwer angepisst. Ich wollte mit Sebastian Kehl Trikot tauschen, macht er nicht. Echt, ja? Habe ich mir aber einen Spielball geklaut. Als Ossi habe ich dann nach Rot-Weiß-Herzog mitgenommen. Ich überrasche. Ja. Geil. Und das war natürlich geil. Aber auch die Jahre, dann habe ich, glaube ich, 10 oder 12 Zweitligaspiele bekommen. Bei Ede war es dann immer schwierig mit jungen Spielern. Und ich habe halt nie mal so 3, 4, 5, 6 Spiele ineinander bekommen. Hm. Was, glaube ich, wichtig ist, um gerade in dem Alter, um reinzukommen, ja, um zu gucken, okay, komm, so und so ist dann Zweitliga-Fußball. Bei Ede, klar, es war viel Druck da, du musstest eigentlich wieder aufsteigen mit Energie Cottbus und wolltest aufsteigen. Du wusstest ja nicht vorher, okay, wenn du heute kein gutes Spiel machst, wenn du mal die Chance bekommen hast, dann bist du nächste Woche auf jeden Fall draußen. Okay. Aber ich hatte auch mal 2, 3 richtig gute Spiele, zweite Liga, wo ich dann trotzdem wieder draußen war. Was aber auch okay war, ja, dann ist das halt so. Ich habe trotzdem meinen Kram gemacht, habe trotzdem bei Energie Cottbus 2 gespielt. Das war Oberliga. Und mein Berater, den ich meine ganze Karriere hatte, Jörg Neubauer, der jetzt leider schon verstorben ist, hat mir damals geraten, ey, geh nach Berlin, zur Union Berlin. Die sind gerade 2 Jahre hintereinander abgestiegen aus der 2. Liga, Regionalliga, Oberliga. Die wollen auf jeden Fall aufsteigen. Die haben eine gute Mannschaft. Das ist ein geiler Verein mit unfassbaren Fans. Und ich wollte es eigentlich erst nicht. Ich wollte auf jeden Fall irgendwie in die Regionalliga. Ja, ich wollte eigentlich nicht in die Oberliga, weil Jörg meinte, Tusche, ist halt schwer. Ja, gerade du hast halt klar hier Oberliga gespielt, oben hast du kaum gespielt. Mach diesen Schritt, mach den Step Oberliga mal ein bisschen von zu Hause weg, auch mal ganz gut. Ja, und dann bin ich 2005 zu Union Berlin gegangen und das war natürlich mit Abstand die beste Entscheidung, die ich treffen konnte und habe zum Glück dann auch auf Jörg Neubauer gehört und bin dann in die Oberliga gegangen und im Endeffekt ging alles das auf. Ja, und noch mehr, weil ich hätte ja niemals gedacht damals, ey, jetzt wo 5 Oberliga kommen, wenn man im ersten Jahr aufsteigt, Regionalliga, dann bist du da, wo du eigentlich hin wolltest erstmal und dann guckst du mal. Und dann haben wir, glaube ich, 2 Jahre Regionalliga gespielt oder was, ein Jahr, ich muss gerade lügen, weil ein Jahr. Da war doch mit der neuen 3. Liga, kann das genau sein? Genau, war es das erste Jahr oder war es dann das 2. Jahr? Da muss ich echt gerade lügen, weil es gab ja 2 Regionalligen. Ja. Genau, mit jeweils 20 Mannschaften, glaube ich. Ja. Und die ersten 10 jeweils haben sich dann für die eingleisige 3. Liga qualifiziert. Und ich glaube, ein Jahr war es unter Schreier, genau mein Trainer, der nicht so viel Bock auf mich hatte. Habe dann auch da kaum gespielt. Habe aber dadurch, dass Christian Beek sportlicher Leiter geworden ist, mit dem ich damals in Energie Cottbus neben ihm in der Kabine gesessen habe, der mich auch zu Jörg Neubauer gebracht hat, hat dann beim neuen Trainer, weil nach der ersten Regionalliga-Saison, nach dem Aufstieg, war Streier Trainer, es war klar, der macht nicht weiter und Uwe Neuhaus kommt. Und Christian Beek hat bei Uwe Neuhaus ein gutes Wort für mich eingelegt. Habt ihr echt für ein Appel und ein Ei spielen müssen? Ja, das muss man auch ganz klar sagen, aber ich habe gesagt, ich muss das machen und ich mache das und ich ziehe durch und ich werde dem neuen Trainer und dem neuen Trainerteam überzeugen, dass ich ein guter Kicker bin und und Uwe kam nach dem ersten Training zu mir und sagte, hey, ich trete dir in den Arsch, wenn du hier nicht Vollgas gibst. Ja, du bist so ein geiler Kicker. Und hat mich dann in sein Büro gerufen, Tusche, wenn du fit bist, du wirst bei mir immer spielen. Ja, weil ich dich so, wie du Fußball spielst, ich liebe das. Das macht doch auch was mit deinem. Ja, natürlich, Logo, ja. Und es war so, ja. Und Uwe hatte ich über 7 Jahre und ich habe bei ihm die größten Schritte gemacht. Persönlich, aber auch als Fußballer. Und wir hatten eine unfassbar erfolgreiche Zeit. Bist du jetzt Mannschaftskapitän, glaube ich, dann unter ihm geworden? Ne? Genau, sind dann in der ersten Regionalliga-Saison, dann sind wir, glaube ich, 4. geworden, hatten so noch die Chance, sogar noch im ersten Jahr direkt noch aufzusteigen. Ja. Sind 4. geworden, dann 3. Liga, erste Drittligameister geworden und dann 2. Liga. Und dann nach dem ersten Zweitliga-Jahr habe ich im Raute gespielt. Ich habe die rechte Raute gespielt, ohne Tempo, ohne nix, aber habe 10 Tore, 10 Vorlagen gemacht. Und das Jahr drauf hat er mich gefragt, ob ich Bock hätte, Kapitän zu werden. Ich, Uwe, du weißt, wie ich bin. Ich
ich bin auch ohne die Binde, bin ich ein Typ, der vorne weggeht und der seine Meinung sagt. Ja. Und versucht für die Mannschaft ja Dinge einzufordern, weil ich weiß, dass es wichtig ist, ja. Dinge einzufordern für eine Mannschaft. Weil ich oft fürs große Ganze gedacht habe, was wichtig ist. Ja, und dann Uwe mich zum Kapitän gemacht und das hat mich natürlich dann auch nochmal ein bisschen größer gemacht, ja, weil du dann noch mehr Verantwortung übernommen hast, wenn du diese Binde trägst, ja, und natürlich brutal stolz bei so einem Verein, ey, als Erster vorne wegzulaufen, die Truppe anzuführen, diese Binde umzumachen Woche für Woche, ja, und ja, Union Berlin und ich und Uwe Neuhaus hat einfach unfassbar geil funktioniert. Das stimmt. 9 Jahre Union Berlin. Das ist ja, was mir so aufgefallen ist, nach 9 Jahren oder die Saison 13, 14, hast du ja ein unglaubliches Jahr gespielt, muss man ja sagen. Du bist ja Topscorer, glaube ich, geworden. 12 Dinger gemacht, 12 noch aufgelegt. Da ist ja normal. Ich glaube, du warst schon, glaube ich, 33 um den Zeitpunkt. Aber sind wir mal ehrlich, wenn das jetzt heute passieren würde, würde ja die halbe Bundesliga hinter einem hinterher sein. Okay, vielleicht in dem Alter nicht mehr. Ja, aber ein paar Jahre jünger, dann sicherlich. Ja, das, was mir dann aber auffällt, wie schnelllebig dieser Fußball ist oder wie dreckig der Fußball auch sein kann. Ich glaube, Uwe Neuhaus war das sein letztes Jahr. Ja. Und dann, ich habe da auch viele Fans gefragt, die sind ja total durchgedreht. Der neue Trainer hat dann nicht mehr auf dich gebaut, obwohl du vor 2 Monate vorher unglaublich performt hast. Wie kann das sein? Ja, das frage ich mich so. Das ist eine gute Frage. Also das, was du sagst, ist alles richtig. Und genau dieselbe Frage habe ich mich auch gestellt. Ja, also ich verlerne ja innerhalb von 8 Wochen nicht ein Fußballspiel. Ja, aber ich habe gemerkt, dass Norbert Dübel, der neue Trainer geworden ist, ja, keine Ahnung, ob er den Auftrag hatte oder ob er es einfach von sich aus machen wollte. Und um zu zeigen, ich bin der neue große Boss. Ich gehe jetzt an den dran, der am größten, am stärksten ist. Und hat mich von Anfang an halt ja rasiert, ja, hat mir die Binde weggenommen, womit ich noch einigermaßen leben konnte. Aber du hast vom ersten Tag, vom ersten Trainingsspiel und von den ersten Testspielen gemerkt, ey, ein anderes System. Dann auf jeden Fall habe ich 2. Stürmer gespielt. Also ich habe nicht das gespielt, wo ich der Mannschaft helfen kann, ja. Und ja, hatten dann auch 2 Gespräche ja unter 4 Augen, die nicht ohne waren, wo ich ihm halt meine Meinung gesagt habe, ob er mich verarschen will, was er gerade hier vorhat. Und weil er mich hat sich dann mal eingewechselt, kurz vor Schluss. Naja, genau. Und ja, 2 Heimspiele gar nicht eingewechselt. Ich bin da mit 299 Spielen von Union Berlin gegangen. Also auch er hat mir ja die 300 gekostet, muss man auch mal ganz klar sagen. Ist ja auch nochmal eigentlich ganz geil, wenn man das haben darf bei einem Verein. Ja, das hat mir halt Norbert Dübel auch versaut, das muss man auch mal ganz klar sagen. Weil ich glaube, nach einem Spiel hat es richtig geraschelt, das war ein Heimspiel. Ich glaube, zu Hause in Düsseldorf, letzten 10 Minuten, da steht 2-1 und wir hatten einen Standard nach dem anderen. Das ist ja eine große Stärke. Und wenn ich noch was kann, wenn ich in seinen Augen nicht mehr laufen kann oder sonstiges, und dann ist es sicherlich nochmal ein Standard auf den Punkt zu bringen in einem Heimspiel und nochmal vielleicht die Leute mitzunehmen und die Mannschaft mitzunehmen. Und er hat dann Björn Jopik ausgewechselt, der auf meiner Position gespielt hat, was völlig in Ordnung ist. Ey, der Junge hat es auch gut gemacht, bringt aber Björn Korbin, einen Rechtsverteidiger, wo ich sage, ey, was hast du, und dann bin ich, wie gesagt, bin ich in den Extra rein und habe gesagt, ey, Trainer, was hast du mit mir vor? Willst du mich komplett verarschen oder brauchst du mir nicht erzählen? Wir liegen 2-1 zurück, wir kriegen einen Stand nach dem anderen und du sagst mir, ich habe nicht mal die 10 Minuten für dich, wo ich der Mannschaft helfen kann. Und er hat mir dann irgendeinen Scheiß erzählt, wollte mich aber auch davor schon, wo ich die Kapitänsbinde an Damir Kreilach, der sie erstmal gar nicht haben wollte, weil wir ja auch 2 Jahre zusammengespielt haben und der auch wusste, wie ich ticke und wie ich bin, wie ich als Mannschaftskapitän war, ihm war das total unangenehm, gesagt, ja, wir wollen jetzt mal auf andere Schulter verteilen, was okay ist, aber dann sollte ich auch noch den gute Launebär machen und hat mir bei unserem allerersten Gespräch auch was ganz anderes erzählt, was er dann mit mir gemacht hat und darauf habe ich keinen Bock. Ja, also er soll mir sagen, ey, komm, face to face, sag mir, was ich von dir halte und dann kann ich damit umgehen. Ja, aber ja, darauf habe ich dann keinen Bock gehabt. Das hätte extrem viel Stress gegeben, wenn das weitergegangen wäre. Und ich wäre niemals von Union Berlin gegangen. Aber der Präsident oder so ist der nicht. War dann in dem Fall. Weil die Fans sind ja wirklich, ich habe mir da einiges angeguckt, die sind ja völlig durchgedreht. Ja, also es kam dann dazu, dass dann, glaube 2 Wochen vor dem letzten Wechselfenster, ich glaube, es war damals 30. oder 31. August, ja, noch Energie Cottbus anrief und mir dann ein Angebot gemacht hat, was ich zum Anfang erstmal nicht annehmen wollte, weil, wie gesagt, ich wollte nicht von Union Berlin weg. Ich wollte meine Karriere hier beenden, bei meinem Verein, bei Union Berlin. Aber ja, dann die Dinge, die ich gerade erklärt habe und wiedergespiegelt habe, die kamen dazu und dann habe ich gesagt, ey, Jörg, darauf habe ich keinen Bock. Ich habe vielleicht noch 2, 3 Jahre als Fußballer, aber
da habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, komm, wenn ich wechsle, dann ist es mein Heimatverein, meine Heimatstadt. Ich bin in Cottbus geboren. Es gab mit fast 34 Jahren nochmal einen Dreijahresvertrag, einen Anschlussvertrag nach der Karriere, einen Job für meine Frau, ein Auto, was ich fahren durfte und so weiter. Also das Gesamtpaket war irre. Also sie haben sich extrem rausgelehnt, Energie Cottbus. Und dann wollte ich das machen. Und dann war es halt echt, ja, mehr oder weniger auf der letzten Kante, wo wir den Wechsel dann vollzogen haben. Ist das tolle schwer? Ist das brutal schwer? Natürlich, Mann. Das war ja zwei Wochen vorher, gab es das Angebot. Ich habe mit so vielen Menschen telefoniert, die mir wichtig waren, die Meinung, die mir wichtig waren. Es haben mir auch viele gesagt, ich soll es nicht machen. Auch Jörg Neubauer hat es gesagt, ich soll es nicht machen. Da habe ich mich das erste Mal auch dann gegen den Rat meines Beraters entschieden. Im Endeffekt sicherlich ein Fehler, weil es dann in Cottbus auch nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. Erste Saison war noch okay, zweite Saison sind wir natürlich brutal abgestiegen, was natürlich maximal kacke war, was natürlich gar nicht ging.